Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen Don't Stuff weiter mit Willow. Wir sind jetzt bei Tag 20 angekommen. Jetzt haben wir dann die Nacht und starten natürlich dann mit Tag 21, ist klar, aber naja. Wir haben, ja, was haben wir jetzt eigentlich groß geschafft? Wir haben ein bisschen Code noch geholt, wir haben hier weiter ausgebaut. Wir versuchen gerade so ein bisschen unser Lager größer zu machen. Ja, dann schauen wir mal. Okay, noch geht es alles. Das können wir eigentlich reinlegen erstmal. Karotten lege ich jetzt auch erstmal rein. Will ich eigentlich noch nicht so wirklich essen. Ich weiß nämlich nicht, was es macht. Den Gartenzwerg können wir uns so hinstellen. Hä? Ach da, jetzt habe ich ihn hier. Kleine Taschenlampe brennen, schreibe ich lieb dich in den Himmel. Kleines Feuer brennen. Bitte, bitte immer weiter. Ja gut, so wichtig finde ich das jetzt auch nicht. Das ist halt gut, damit keine Augenpflanzen, also diese, ja, Augenpflanzen, durchkommen. Das schützt halt dann ein bisschen davor, dieser Boden. Da können sie halt nicht durchwachsen, aber sonst. Sonst ist das egal. Ich wollte mir noch Gold irgendwo herholen, genau. Um mir besseres Werkzeug zu machen. Ja, Schaufel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich eine Schaufel brauche. Ich lasse mal die Schaufel noch. Also weg. Ach, da küsst aber nicht, ne? Sondern da. Oh, da. Okay. Ah, seht ihr es? Jetzt wird Winter. Jetzt sterbe ich bald. Es ist einfach so. Es ist total komisch, aber ich sterbe bald. Jetzt gehen wir nochmal zu den Schweinen. Hoffen, dass wir jetzt noch ein paar Mal Kot bekommen. Und ja, dann gehen wir ganz viel Holz holen. Weil das wir auch wirklich brauchen werden. Und den zünde ich jetzt an. Jedes Mal erschrecke ich, diesmal nicht. Das war das erste Mal, dass ich nicht erschrocken bin. So, hopp, schneller. Ich habe keine Zeit. Ich finde es richtig süß, dass sich die Hasen verändern, auch die Vögel und so. Das finde ich richtig cool gemacht. Das gefällt mir. Oh, jetzt dachte ich schon, ich habe nichts bekommen. Cool, jetzt können wir uns dann einen Kochtopf machen. Erst gehen wir noch schnell Scheiße holen. Das ist nicht eine wunderschöne Beschäftigung. So. Das sind auch noch Beeren. Ich weiß gar nicht. Ob das noch voller geht? Nee, okay. Und das nehme ich jetzt auch noch schnell mit. Alles, was ich mitnehmen kann, nehme ich jetzt noch mit. Weil ich möchte danach, also im Winter möchte ich echt ungern bei den Schweinemenschen sein, beziehungsweise an sich einfach rumlaufen. Ich möchte wirklich so meine Base ausbauen mit den Sachen, die ich so da habe. Weil ich erfriere ganz schnell. Ich weiß, es gibt Klamotten etc., aber dazu fehlen mir halt noch viele Utensilien. Und so lange, finde ich, halten die jetzt auch nicht warm. Also von daher finde ich das grenzwertig. Naja.
Schauen wir dann mal. So, wo sind denn meine lieben Schweine her? Entschuldigung, musst du husten. Und ich muss gleich wieder machen. So, bin wieder da, habe mich ausgehustet, hoffe ich. Wenn nicht, stoppe ich nochmal kurz die Aufnahme. Und ja, mach dann weiter. Oh Gott. Mein Gott, ich erschrecke da wirklich jedes Mal. Ich weiß aber nicht, wenn ich die jetzt angreife. Wow, wow, wow. Yeah, Schweinis, hallo? Würdet ihr mir bitte helfen? Oh nein, die helfen nicht. Oh, ich dachte, die helfen. Oh Mann. Also ein Reinfall, die helfen nicht. Gut, dass ich das jetzt weiß. Dann greife ich sie nicht mehr an. Wahrscheinlich hassen die mich jetzt eh. Oh, verdammt, jetzt ist der gerade rein. Bitte ganz schnell nach Hause. Oh, nee, war ein Truthahn. Oh, ich dachte schon, das wäre... Wären Hunde. Oh, das wäre jetzt richtig mies. Bitte, 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 bitte nicht. Keine Hunde. Oh mein Gott. Ja, wir haben es geschafft. Wir sind zu Hause. Puh. Glück in Unglück. Ich muss nur aufpassen, dass das Gemüse, was hier drin ist, nicht so schnell schlecht wird. Was natürlich ganz schnell passiert. Das ist voll, ne? Dann nehme ich jetzt da noch. Holz habe ich noch ein ganz kleines bisschen. Joa, geil, wie die einfach so in meine Bude platzen. Habe ich euch denn eingeladen? Hey, habe ich euch eingeladen? Raus hier. Der Kochtopf, den müsste ich doch jetzt eigentlich machen können, oder nicht? Drei Steine. Die müsste ich ja theoretisch hinbekommen. Wo ging die hier? Yeah, yeah, yeah. Oh, perfekter Platz. Oh, wie cool. Ich habe keine Ahnung, wie das alles funktioniert und wirklich alles voll sein muss. Also, kein Plan, aber wir gucken jetzt mal. Muss das echt alles voller Essen sein? Kann ich sowas auch reintun? Schade. Es nimmt schon viel, ne? Es produziert sicher Abfall, gell? Das ist wahrscheinlich so voll der Scheiß, was ich da so zubereite. So voll umsonst. Oh weh, da bin ich jetzt gespannt. Also, wahrscheinlich werden wir erst im nächsten Part, wenn ich aufnehme... Oh, nee. Oh, ich höre gerade, bei uns gibt es jetzt auch Essen. Das heißt, ich unterbreche dann kurz die Aufnahme. Davon werdet ihr aber so eigentlich nichts mitbekommen. Hallo. Ich will ja nicht das Feuer. Oh. Sondern die Kiste.
Genau, also ich verabschiede mich ganz kurz und gehe was futtern. Wir sehen uns gleich. Also, bis gleich. So, jetzt bin ich auch wieder da. Jetzt kann es auch wieder weitergehen. Ich habe was gegessen und wir sollten gucken, dass wir natürlich im Spiel dann auch immer wieder was zu futtern haben. Und ja. Na. Wir nehmen mal die Frucht hier. Eine Karotte und einen Hasen. Und dann packen wir das doch da gleich mal rein. So. Hoffentlich sind wir dann länger und natürlich recht gut gesättigt. Hoffe ich. Und dann schauen wir mal. Ja, ist nicht schlecht. Jetzt wird es sehr langsam kalt. Und ich wollte noch. Sammeln wir lieber erst einmal Holz. Beziehungsweise holen uns hier mal wieder eine Frucht, legen was an. So. Yeah. Viele schöne Bäume, perfekt. Die werden wir jetzt auch alle fällen. Super, da kriegen wir sogar richtig schön viel Holz. Eine Schaufel. Sammeln erst einmal das Holz ein. Tun natürlich dann auch gleich wieder Bäume setzen. Und dann, ja, schauen wir mal. Cool wären natürlich immer noch ein paar Beete. Wir haben zwar Kacke noch da. Also mal schauen. So. Ist auch echt praktisch, wenn wir ein Spinnennetze, um uns. Ah, seht ihr, jetzt wird es da nämlich kalt, aber ich kann. Ich glaube, das sollte helfen. Ich bin mir noch mal ganz sicher, ich hoffe. Ich weiß, dass wir uns irgendwo Ohrenschützer machen können. Hier brauche ich zwei Hasen, okay. Ist da noch einer drin? Nee. Dann müssen wir leider schon hier zurückgreifen. Hier rauf zurückgreifen, so würde ich sagen. Und dann machen wir uns auch so einen Ohrenschützer. So. Gold legen wir da mit rein. Und hier nochmal einmal Holz. Und ein Beet wollte ich dann noch machen. Jetzt tun wir noch ein bisschen fällen. Jetzt wird mir schon wieder kalt. Ach, ich wollte noch eine Falle machen, wenn das jetzt geht. Oh, wir brauchen unbedingt Gras. Also so Heubüschel.
Das wäre natürlich auch toll. Okay, wir machen uns jetzt schon mal ein Feuerchen an. Dass, wenn uns kalt ist, dass wir ganz schnell dahin rennen können. So, und dann will ich noch schnell ein paar Bäume zumindest einpflanzen, auch wenn es nicht viele dann sind. Aber einfach so ein bisschen, damit einfach neue wieder wachsen. Da will es nicht. Und ihr seht schon, hier außen ist so ein Frost. Das heißt eben, dass uns kalt ist. Und das ist natürlich nicht gut, weil wir nach einer Zeit auch erfrieren können. Wir können also daran sterben. Und das wollen wir nicht. Wobei ich glaube, wenn, dann würde ich lieber erfrieren, anstatt verhungern. Wobei, nee, ich mag Kälte eigentlich gar nicht. Ich will lieber ersticken. So ganz gemütlich, ohne Sauerstoff. Das heißt gemütlich, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Jetzt natürlich gleich Nacht. Ja, und nirgendwo will es hin, oder was? Klar, jetzt renne ich raus und es wird dunkel. Dadum. Schnell wieder zurück. Lauf, lauf, lauf. So, okay. Nehmen wir unser Feuerchen in die Hand. Wir brauchen auch wieder was zu essen. Ich nehme das jetzt mal daher. So. Ich glaube, ich esse das schon gleich. Okay. Mal schauen. Huch, ich erschrecke da, weil da kommen dann die Wolken. Wenn ich zu weit nach oben scroll. Wo haben wir denn unseren Speer? Ach, hier. Unser Werkzeug. Das seht ihr auch, das Feuer hält echt nicht lange. Also da muss man wirklich ein bisschen gucken. Okay, es hat noch gehalten, aber man muss jetzt einfach mehr Holz, oder man benötigt jetzt einfach mehr Holz. So ist es, glaube ich, besser formuliert. So. Oh nee, jetzt fängt es schneien an. Na klar. Das ist so süß mit den Eiern, wie die ihre Eier bewachen. Also was gut ist, ich kann halt mit Willow, wenn mir kalt ist, etwas anzünden, also halt auch wieder ein Heubüschel oder ein Baum oder so. Und dann vergeht halt für kurze Zeit die Kälte, aber natürlich auch nicht so lange. Das heißt, man muss halt dann echt gucken, dass man so schnell wie es geht, ja, an ein Lagerfeuer kommt, wenn man es so sieht.
Dann ist unsere Spitzhacke kaputt. Dann nehmen wir jetzt endlich mal die hier. Aber ich wollte einfach die alte noch aufbrauchen. Wenn wir die schon gemacht haben, dann sollten wir die auch fertig nutzen, finde ich. Seht ihr, jetzt wird es nämlich ein bisschen kalt. Also jetzt frieren wir schon wieder ein bisschen. Ach da, jetzt setze ich hier noch einen Baum hin. Einfach das, wenn was ist, dass wir die halt anzünden können. Und genau. Dann wollte ich die Fallen noch aufstellen. Huch. Oh, ich sollte halt auch die richtige Maustaste drücken, ne? Sowas ist dann schon von Vorteil. Da jetzt kann man halt schon gut sehen, dass es kalt wird und dass es schneit. Ja. Da. Und jetzt wird es halt kritisch. Und jetzt machen wir uns ganz kurz ein Feuerchen an. Wärmen uns quasi daran auf. Genau, bis uns immer kalt ist. Und dann gehen wir nochmal kurz Holz holen. Es ist halt echt mit am wichtigsten, Holz, immer Holz da zu haben. Jetzt, nachdem ich 4, 5 Mal darin gestorben bin, weil es einfach zu kalt war. Und dann wurde ich, ja, seht ihr, dann wurde ich auch noch angegriffen. Und da geht nämlich unser Leben ganz schön nach unten, wenn ihr jetzt mal oben rechts guckt. Also es geht ziemlich schnell natürlich, ne? So. Und jetzt wirklich viel kann ich halt nie machen. Das ist im Winter irgendwie ein bisschen kacke. Kann man das so schön ausdrücken? Ja, ne? So, unseren Freund stellen wir dahin. Ein paar Steine haben wir noch. Ja. Jetzt müssen wir mal gucken halt, ne? Weil nur von Tieren ernähren ist vielleicht auch ein bisschen doof. Eine Angel wäre halt auch cool, aber ich brauche Spinnennetze. Die hätte ich halt vorher irgendwie holen sollen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Naja. Jetzt wissen wir es, ne? Ein Kürbis und so Dinge. Jetzt müssen wir bald wieder was essen. Das ist so blöd. Ja, jetzt mal gucken, ob wir das so gut überleben werden. Ich kann nichts garantieren. So, nennen Sie mich bitte auch nicht böse. Wie gesagt, ich spiele das Spiel jetzt einfach nur für mich. Also klar, auch für euch, aber ich spiele es, dass es mir Spaß macht. Und auch wenn ich verliere, dann verliere ich halt. Und ich sterben sollte, mein Gott. Wegen einmal.
Ja, so von diesen Büffeldinger, das wäre ja auch cool, ne? Jetzt gleich Nacht. Oh Gott, das ist halt viel düsterer. Das schaut schon ganz anders als für mich aus. Schon so ein bisschen gruselig. Muss man schon sagen. Ich weiß jetzt auch überhaupt nicht, wie lange der Winter natürlich geht. Weil ich bin ja dann immer gestorben, ne? Also kann ich so nichts sagen. Was ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist das da unten für ein hässliches Ding? Oh nein, oh nein, kommt übertreibt. Muss das denn jetzt sein? Verdammt, ich kann nicht da rausrennen. Okay, Leute, wir. Das ist mir das letzte Mal auch passiert. Und wisst ihr, was jetzt der Fall ist? Ich weiß erstens nicht, wo mein Lager ist. Mein Lager ist hier. Da komme ich nicht hin, weil ich erfriere. Und warum brennt der jetzt? Echt jetzt? Der brennt. Ich brauche. Habe ich mein Feuer? Mein Feuer. Oh mein Gott, ist es weg? Nein, oder? Oh Gott, bitte nicht. Ich habe noch nie diesen blöden Winter überlebt. Das gibt's dann. Immer kamen dann nämlich die Hunde und haben mich fertig gemacht. Fuck. Oh, Entschuldigung, wollte ich so nicht sagen. Wir müssen hoch. Oh, verdammt. Seht ihr, jetzt friere ich schon. Ja, jetzt ist mir kalt. Jetzt geht meine Gesundheit runter. Okay, Leute, sorry, aber das war's jetzt halt jetzt gleich. Das ist so ein bisschen bescheuert. Hier runter schaffe ich es auch nicht mehr. Ich gucke jetzt einfach mal, wie weit ich komme, aber ich komme jetzt eh nicht so weit. Oh Mann. Mein Feuer ist halt weg. Also dieses Feuerzeugding. Wo muss ich lang? Und das ist richtig bescheuert. Ja, und jetzt bin ich gleich tot. Seht ihr es oben? Mein Leben. Jedes Mal im Winter, jedes Mal. Jetzt ist meine Stimme schon weg. Boah, ich schaff's aber nicht, ich sterb vor meinem Camp. Ja, übertreiben, das sind immer noch die Viecher. Was soll ich denn machen? Ja, jetzt bin ich tot, das war's. Oh, schade. Okay, jetzt zumindest noch einen neuen Charakter. Aber schaut mal, wie mies einfach diese Scheißviecher. Jetzt greifen sie meine Leiche, glaube ich, gerade an. Und die haben auch mein süßes Ding da getötet. Nee, ich glaube, die jagen die Hasen tatsächlich. Das ist so verhext, ne? Ja gut, ich bedanke mich, dass ihr dabei seid. Wir sehen uns in der nächsten Folge mit dem neuen Charakter und ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Mal gucken, ob wir dann den Winter überleben. Mal gucken, ob ich überhaupt den Winter mache, weil das war mir irgendwie. Irgendwie sterbe ich dann immer da dran. Das ist ein bisschen doof und ja, mal gucken. Also, bis dann. Gruß, euer Schlaflos. Tschüss.